Moin! Long time no see! Aber heute sind wir zurück mit einem passenden Rezept zur Spargelzeit. Sauce Hollandaise. Wir hoffen, ihr habt die Ostertage gut überstanden und mit eurer Familie verbracht. Also fangen wir an. Für unsere Sauce Hollandaise brauchen wir eine Reduktion. Diese besteht aus Schalotten, Pfefferkörnern, Wasser, Salz, Zitrone und Wein. Wir bevorzugen hier einen trockenen Riesling. Gebt nicht zu viel Salz hinein, da wir die Flüssigkeit ja nun auf ein Drittel reduzieren werden. Aber alle Mengenangaben findet ihr ja wie immer unten in der Videobeschreibung. Nun stellen wir den Topf mit den Zutaten auf den Herd und kochen die Flüssigkeiten auf ein Drittel ein. Wir lassen die Flüssigkeit langsam simmern, denn dann geht die ganze Kraft der Pfefferkörner und der Schalotten in den Sud über. Nun passieren wir die Reduktion durch ein Sieb und lassen sie auf Zimmertemperatur abkühlen. Dann erwärmen wir uns unser Butterschmalz, wovon es ja schon ein Video hier auf unserem Kanal gibt, und stellen uns für das Wasserbad einen Topf mit Wasser auf. Wir haben uns zu der Sauce Hollandaise Spargel gemacht. Man kann sie allerdings auch wunderbar zum Blumenkohl reichen oder zum Gratinieren von Aufläufen verwenden. Auf der Pizza ist die Sauce Hollandaise auch ein Hit. Aber nun zurück zu unserer Soße. Wir trennen die Eier und verquirlen sie mit der Reduktion. Und schlagen das Ganze über dem Wasserbad auf, bis die Masse allmählich sämig wird. Das dauert seine Zeit. Ein zu schwaches Aufschlagen bedeutet für die Soße mangelhafte Bindung und Volumen, also lasst euch dabei unbedingt Zeit und schlagt sie kräftig auf. Außerdem müsst ihr aufpassen, dass euer Wasserbad nicht zu heiß ist, denn sonst fängt das Eigelb an zu stocken. Hier sieht man jetzt wunderbar den Übergang vom Schaumigen zum Sämigen. Sobald die Eiermasse sämig ist, nehmen wir sie runter vom Wasserbad und rühren unsere temperierte Butter, ca. 50 Grad, langsam in die Eigelbmasse. Das Wichtige hierbei ist wirklich, dass die beiden Flüssigkeiten in etwa dieselbe Temperatur haben müssen, damit eine ordentliche Emulsion entstehen kann. Falls sie für den persönlichen Geschmack etwas zu dick sein sollte, kann man immer noch mit etwas temperiertem Wasser nachhelfen. Und dann heißt es am besten sofort anrichten, denn ansonsten kann es passieren, dass die Soße wieder an Volumen verliert oder die Eigelbe zu stark abbinden und die Soße gerinnt. Wer gerne mal eine andere Variante probieren möchte, der kann zu der fertigen Sauce Hollandaise auch ein wenig temperiertes Kürbiskernöl hinzugeben. Schmeckt wirklich hervorragend. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne und schaut unbedingt auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie.